Im heutigen Video werde ich dir 5 Gründe nennen, warum ich nach 4 Monaten von ZHA zurück zu ZigBee to MQTT gewechselt bin. Du bist neugierig? Dann bleib dran. Nach einem kurzen Intro geht's hier los. Viel Spaß mit dem Video. Bevor ich gleich in die Details einsteige, warum ich nun doch wieder zurückgehe zu ZigBee to MQTT, für dich nochmal ein paar Hintergrundinformationen, warum es jetzt eigentlich dieses Video gibt. Vorweg sei auch gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwie zwei Lager zu bilden, ZHA oder ZigBee to MQTT. Es sind beide super Integrationen. Am Ende musst du wahrscheinlich für dich selbst einfach auch herausfinden, was dir mehr liegt, wo deine Präferenzen liegen. Seit meinem Umstieg vor gut anderthalb Jahren habe ich ZigBee to MQTT genutzt für die Geräteverwaltung, dachte aber irgendwann zum einen auch aus Neugier heraus, es ist mal eine gute Idee, ZHA zu testen. Was mich aber insbesondere dazu gebracht hat, war einfach auch so der Punkt, dass das ganze Thema rund um Backup und Restore als auch die Möglichkeiten, wie du das ZigBee Gateway mal austauschen kannst, wirklich ziemlich cool sind, der Home Assistant. Jetzt im Nachgang muss ich aber sagen, okay, wie oft brauche ich wirklich diese Funktionalität? Hat sich für mich der Wechsel dann dadurch wirklich gelohnt? Hat es für mich im Alltag einen Mehrwert gebracht? Und da muss ich wirklich sagen, nein. Also ich habe eher ein paar Einschnitte hinnehmen müssen. Das ist auch das, was ich dir gleich im Video zeigen werde, was jetzt die Geräteintegration betrifft, sodass ich jetzt halt nach, ich sag mal, 4 Monaten doch wieder zu dem Schluss gekommen bin, okay, ich möchte wieder zurückwechseln zu ZigBee to MQTT. Im Weiteren geht es in diesem Video nicht um einen Feature-Vergleich der beiden Integrationen. Ich glaube, beide Integrationen haben eben ein paar Funktionen, die die eine oder die andere Integration nicht hat. Was mir aber eben bei ZigBee to MQTT dann doch sehr gut gefällt, ist eben die große Community hinten dran. Das merkst du insbesondere, wenn es neue Geräte gibt, die sind dann relativ schnell verfügbar, als auch was das Thema Bugfixes betrifft. Da hatte ich so das Gefühl, ist bei ZHA dann doch noch wirklich viel Luft nach oben, was die Geschwindigkeit von Bugfixes betrifft. Das gefällt mir bei ZigBee to MQTT wirklich besser. Was mir auch sehr gut gefällt bei ZigBee to MQTT ist eben, dass du Firmware-Updates einspielen kannst, also die Over-the-Air-Updates. Das hat auch in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert und das nutze ich auch wirklich sehr gerne. Jetzt möchte ich dir aber die 5 Punkte vorstellen, die mich wieder dazu bewogen haben, zu ZigBee to MQTT zurückzukehren. In diesem Abschnitt möchte ich dir nun zeigen, welche Geräte unter ZHA nicht so gut funktionieren wie unter ZigBee to MQTT. Es mag vielleicht auch an mir liegen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe bei der Integration. Ich habe auch die Geräte teilweise mehrmals wieder gelöscht, neu hinzugefügt, all das probiert, was man so auch in der Community gefunden hat, aber ich habe eben keine bessere Integration hinbekommen. Wenn das bei dir anders aussieht als bei mir, lass mich das gerne mal wissen in den Kommentaren. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Anfangen möchte ich jetzt hier mit dem Akara Cube T1 Pro. Da ist es bei mir leider so, dass wenn ich jetzt hier auf die Automatisierung gehe und auf die möglichen Trigger, die jetzt möglich wären, da werden erstmal eine ganze Menge angezeigt, aber du weißt vielleicht, dass der Cube T1 Pro zwei verschiedene Modi hat, den Action-Modus und den Szenen-Modus, und die Trigger des Szenen-Modus, wie zum Beispiel Flip 90 oder Flip 180, die werden mir zum Beispiel nicht mehr gezeigt, weil ich eben aktuell nicht in der Lage bin, den Modi zu wechseln, und das ging unter ZigBee to MQTT zum einen einfacher und zum anderen hatte ich eben alle Auslöser, die halt abhängig vom jeweiligen Modi verfügbar sind. Und das ist jetzt hier leider nicht der Fall. Ich habe nur die Modi vom Action-Modus, was jetzt erstmal auch ja kein Drama ist. Damit kann ich meine Automation genauso betreiben wie vorher, nur halt eben auf andere Art und Weise. Mir gefallen aber eben die Auslöser vom Szenen-Modus besser als die vom Action-Modus. Von daher hätte ich die auch gern wieder zurück. Und was auch nicht angezeigt wird, ist die Batterie. Ich meine, das wurde unter ZigBee to MQTT angezeigt. Das werden wir ja später dann nochmal sehen. Ein weiteres Gerät ist hier der Luftqualitätssensor von Friend. Den habe ich schon längere Zeit im Einsatz in Kombination mit dem IKEA Starkwind. Da habe ich auch Videos dazu gemacht. Schau da gerne mal rein. Ich verlinke nochmal eins davon rechts oben. Und habe eben den Sensor dazu genutzt, wenn ein bestimmter Schwellwert erreicht wurde, dass dann eben hier der Luftreiniger automatisch anging. Und eben der wichtigste Sensor jetzt von dem Luftqualitätssensor, der VEC-Wert, der wird einfach nicht mehr angezeigt. Ich habe da entsprechend auch ein Ticket aufgemacht und das Ticket wurde auch im Prinzip in Bearbeitung genommen, aber eben keine Lösung erzielt, im Sinne von, dass eben der Quirk angepasst wurde, der hinter diesem Gerät liegt. Also der Quirk ist eben die Datei, welche die ZigBee-Informationen beinhaltet, grob gesagt. Und da müsste eben wohl eine Anpassung gemacht werden, weil ich eine Variante habe, die bisher nicht berücksichtigt ist. Und das ist jetzt seit 3,5 Monaten offen, das Ticket. Aber leider gibt es keinen Fortschritt dazu, sodass eben dieses Thema gelöst wird. Und das finde ich, das geht teilweise bei bestimmten Geräten. Oder habe ich eben eine andere Erfahrung gemacht bei der Community von ZigBee to MQTT. Mag an Ressourcen liegen, Manpower an der größeren
an mehr Contributoren, die es eben gibt bei Zigbee to MQTT. Ich will auch gar nicht hier auf ZHA rumhacken. Ich bin immer noch super glücklich, dass es eben hier diese ganzen ja auch Entwickler gibt, die all das hier für uns am Ende des Tages hier bereitstellen. Aber das ist eben halt auch ein Gerät, was eben unter Zigbee to MQTT besser lief. Im nächsten Beispiel hier geht es um drei Steckdosenleisten von Tuya. Die sind alle gleich und die waren unter Zigbee to MQTT auch alle gleich integriert. Also es waren die Sensoren und die Entitäten vorhanden, die das Gerät eben mit sich bringt, auch in der richtigen Darstellung. Das heißt, eine Steckdose war ein Schalter und eben noch die verschiedenen Entitäten, um zum Beispiel die LED, das LED-Licht von der Steckdosenleiste ausschalten zu können. Das ist unter ZHA nur teilweise der Fall. Ich zeige jetzt mal das Beispiel, wo es geklappt hat, nämlich hier bei der Einsteckdosenleiste im Wohnzimmer. Da werden mir im Prinzip die Steuerelemente als Schalter angezeigt, also hier der USB-Port. Und ich kann eben hier die Steckdose nochmal im Prinzip konfigurieren und kann eben bestimmte ja, Stati hier setzen. Bei den anderen beiden Varianten ist das nicht der Fall. Da bekomme ich einfach nur die Stecker als Lichtentität angezeigt und nicht als Switch. Und du siehst, es fehlen auch die anderen Sensoren. Ich habe da auch verschiedene Dinge probiert. Am Ende hat es nicht dazu beigetragen, dass die anderen beiden Steckdosenleisten genauso integriert wurden wie das erste Beispiel, was ich dir gezeigt habe. Und das ist für mich auch so ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt bei zwei von den Steckdosenleisten eben die LED nicht ausschalten kann, ja, um eben hier ein bisschen Strom zu sparen, beziehungsweise eben auch das Ganze etwas dunkler zu halten. Was ich schon vor meiner Umstellung zu ZHA wusste, ist, dass die sogenannten Zigbee Green Power Geräte nicht funktionieren, abgekürzt ZGP, wie unter anderem die Lichtschalter von Friends of You. Da habe ich einige im Einsatz. Der Workaround war für mich, dass ich eben die Schalter über die Philips Hue Bridge dann wieder angelernt habe. Ja, der Kompromiss, den ich hier aber eingehen musste, dass ich im Prinzip nur vier Buttons zur Verfügung habe, also vier Schalter, die du hier siehst. Das sind erstmal auch im Standard die vier Schalter, die man so nutzen kann. Aber wenn du eben beide Taster drückst, eben oben oder unten, hättest du nochmal mehr Möglichkeiten, die auch zu belegen. Das geht aktuell dann jetzt in der Hue Bridge nicht. Es gab jetzt hier zwar ein paar Updates, was ZHA betrifft. Es gab hier einen Fortschritt, was auch die Libraries betrifft. Aber es ist immer noch nicht möglich, hier einen Zigbee Green Power Friends of You Schalter anzulernen. Und ja, das vermisse ich inzwischen so ein bisschen. Musste eben auch ein paar Einschränkungen hinnehmen, was die Tastenbelegung anbetraf. Und ist für mich eben auch ein Grund wieder zu sagen, okay, ich gehe wieder zurück hier zu Zigbee to MQTT. Was ich bisher leider auch nicht hinbekommen habe, sind die sogenannten Bindings. Das heißt, unter Zigbee to MQTT konnte ich zum Beispiel IKEA-Leuchtmittel mit den IKEA-Schaltern direkt koppeln. Vorteil ist, wenn dann eben dein Zigbee-Netzwerk oder mal Home Assistant ausfällt, kannst du trotzdem noch das Leuchtmittel steuern. Das hat unter Zigbee to MQTT wirklich sehr einfach und schnell funktioniert auf Anhieb. Und das habe ich bisher unter ZHA nicht hinbekommen, beziehungsweise nach der Migration ist mir auch diese Einstellung verloren gegangen. Das heißt, ich habe das bisher versucht hier im Bereich neu konfigurieren des Gerätes und dann gehst du hier auf Zigbee Gerät verwalten und kannst eben Bindungen vornehmen und bisher habe ich es einfach nicht geschafft, genau den gleichen Zustand wie vorher unter Zigbee to MQTT wieder hinzubekommen, dass ich eben hier das Gerät oder den Schalter mit dem Leuchtmittel direkt koppeln kann und von daher, ja, das ist auch was, was ich eben gern genutzt habe zur Ausfallsicherheit und das ist mir eben verloren gegangen, genau das Feature hätte ich eben auch gern wieder zurück. In diesem Abschnitt schauen wir uns nun an, wie die Geräte in Zigbee to MQTT integriert sind, damit du auch siehst, wo genau jetzt auch wirklich die Unterschiede liegen. Natürlich weise ich dich entsprechend darauf hin. Anfangen möchte ich, oder ich werde genau in der gleichen Reihenfolge durchgehen wie bei ZHA auch. Das heißt, wir legen hier los mit dem Cube T1 Pro von Akara. Was mir schon mal auf jeden Fall besser gefällt, ist, dass du eben hier im Bereich der Details eine sehr wichtige Funktion hast, nämlich dass du zwischen den beiden Modi wechseln kannst und das funktioniert wirklich sehr gut. Du hast hier verschiedene Optionen, wie das geht. Du kannst das zum einen einfach anklicken und dann entsteht irgendwann so ein gewisses Zeitfenster, wo eben dann die Umschaltung erfolgt, wo eben dann das Zigbee-Telegramm, sage ich mal, versendet wird und eben dann die Umstellung auch erfolgt. Oder du schaltest halt eben hier den Mode um und klickst dann auf der Rückseite von deinem Cube Pro fünfmal den Reset-Button in relativ kurzer Zeit und das funktioniert wirklich auf Anhieb. Das hat bei mir jetzt bei ZHA überhaupt nicht geklappt. Vielleicht lag es wirklich an mir. Ich habe es aber gefühlt 100 Mal probiert. Ich hatte einfach keine Chance, einfach den Modi zu wechseln. Was mir in ZHA dann einfach auch gefehlt hat, ist, in welchem Modi ich mich eigentlich befinde und das bekomme ich hier auch einfach angezeigt. Im Weiteren sieht das dann in MQTT folgendermaßen aus. Das heißt, du hast jetzt hier dann eben viel mehr, ja, Sensoren und Entitäten. Du siehst halt,
ein paar Informationen, zum Beispiel welche Seite gerade der Würfel liegt, ob es ein Firmware-Update gibt und auch hier nochmal, welcher Mode gerade konfiguriert ist. Also in Summe einfach auch eine bessere Darstellung als unter ZH aus meiner Sicht. Als nächstes bin ich dann wieder beim Luftqualitätssensor von Friend und du siehst es vielleicht auch schon, hier ist der VOC-Wert, der mir eben unter ZH nicht angezeigt wurde und wo es scheinbar auch nicht möglich war, dass das gefixt wird. Und das ist eben der Wert, den ich auch in Automationen nutze. Damit das Video jetzt aber auch nicht so rüberkommt, als würde ich hier auf ZH rumhacken, war es natürlich auch so vor meinem Wechsel, dass ich mir angeschaut habe, okay, wo sind vielleicht eben Fehlerquellen oder wo gibt es Einschnitte, die ich eventuell hinnehmen muss, wenn ich wechsle, aber wo gibt es auf der anderen Seite auch Benefits unter ZH. Das hat mich ja auch eben zu dem Entschluss geführt, okay, der Wechsel, der macht Sinn und die Einschnitte, die ich hinnehmen muss, die sind jetzt nicht groß oder so groß, dass es mich irgendwie wirklich davon abhält. Die Beispiele, die ich jetzt dir allerdings hier zeige im Video, sind dann auch Beispiele, mit denen ich so in der Form nicht gerechnet habe, die mich dann doch jetzt hier im Handling mit meinen Automationen und auch so ein bisschen im Alltag eingeschränkt haben. Und das ist halt auch irgendwo dann auch mit ein Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe wieder zurück. Weiter geht's mit der Tuya-Steckdosenleiste. Davon habe ich 3 Stück und du erinnerst dich vielleicht, wie es im vorherigen Abschnitt aussah. Da wurden mir entsprechend die Schalter als ja, Lichtentitäten angezeigt. Jetzt hier unter der Integration mit Zigbee to MQTT ist es dann auch wieder so, wie es sein soll, dass mir die als Schalter angezeigt werden. Das ist jetzt erstmal kein Beinbruch. Ich konnte auch mit den Lichtentitäten arbeiten. Da sind die Steckdosen, die Schalter, die Steckplätze genauso geschaltet worden, wie natürlich mit dem Switch auch. Aber es zeigt eben einfach auch auf, dass hier bei der Integration eben dann auch Unterschiede da sind und das ist ja das, worum es jetzt hier auch in diesem Video geht. Weiter geht es dann mit den Zigbee Green Power Geräten. Das war für mich auf jeden Fall ein größerer Einschnitt. Ich habe hier einige Geräte im Einsatz, finde es wirklich auch eine coole Technologie und da musste ich ja dann den Umweg gehen, den Workaround, dass ich die dann wieder in die U-Bridge eingebunden habe. Das war jetzt auch kein großes Problem. Ich konnte natürlich die Schalter dann entsprechend wieder nutzen in Home System, allerdings mit weniger Tasten. Das heißt, ich zeige dir das mal, wenn ich jetzt hier eine Automatisierung erstellen möchte. Habe ich in Summe, der erste hier ist falsch, habe ich in Summe dann 12 Trigger. Warum 12? Der Schalter hat 4 Tasten, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Aber du kannst, wenn du den Zigbee to MQTT einbindest, nochmal die oberen beiden Taster als Trigger nehmen und die unteren beiden Taster. Das ist dann hier Press 1 und 3 und Press 2 und 4. Und hast eben auch nochmal die Möglichkeit, den Trigger Release zu nutzen, sodass du hier in Summe auf 12 Trigger kommst, was dann eben schon mal deutlich mehr ist als über die U-Integration. Und von daher, das finde ich auf jeden Fall besser, dass du hier generell mehr Trigger hast. Das heißt, ich kann den Schalter einfach mit mehr Funktionen belegen. Und wirklich einer der Hauptunterschiede ist eben, dass ich ja dann jetzt zuletzt eben den Workaround über die U-Bridge gehen musste. In ZA sind die Geräte bisher nicht zu integrieren. Hier gab es zwar einen Fortschritt in den letzten Wochen, aber eben nicht so weit, dass man das jetzt genauso machen kann wie unter Zigbee to MQTT. Im letzten Beispiel geht es dann um die sogenannten Bindungen. Das möchte ich hier nochmal zeigen anhand des IKEA-Schalters hier, den ich verwende. Da habe ich einige davon im Einsatz bei den Leuchtmitteln, bei den IKEA-Rollos. Und da ist es eben so, dass du hier im Bereich der Bindungen, das kannst du unter ZA ja auch machen, das hatte ich dir ja gezeigt, eben auch hier eine Bindung erstellen kannst. Das heißt, innerhalb des Schalters sagst du, welches Leuchtmittel du direkt verknüpfen möchtest. In dem Fall ist es hier meine Nachttischlampe. Und dann wählst du noch aus, was du machen möchtest, nämlich einmal die Helligkeit verändern, als auch an und aus. Und dann klickst du einfach auf Verbinden und das wird entsprechend eingerichtet. Und das geht wirklich tadellos. Unter ZA habe ich es einfach nicht hinbekommen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ich habe es mehrfach probiert. Hier ist es für mich zum einen einfach etwas intuitiver und es hat am Ende auch einfach geklappt. Und das finde ich wirklich eine coole Funktion. Am Ende ist es ja eine Ausfallsicherheit, wenn halt mal das System weg ist, dass ich hier trotzdem noch meine Leuchtmittel schalten kann. Und das kommt natürlich auch in der Familie dann gut an. Das soll es dann soweit gewesen sein für das heutige Video mit meinen Erfahrungen bzw. dem Vergleich von ZHA gegenüber Zigbee to MQTT. Ich für mich persönlich bin halt jetzt wieder den Weg gegangen zurück zu Zigbee to MQTT. Mir gefällt es auch einfach vom ganzen Handling her besser als ZHA. Aber beide Lösungen sind bestimmt gut, um deine Zigbee-Geräte mit Home Assistant zu managen. Am Ende musst du vielleicht auch selbst mal für dich testen, was für dich einfach besser passt. Und dann bist du mit Sicherheit mit beiden Lösungen auch wirklich gut gerüstet, um Zigbee-Geräte verwalten zu können. Wenn dir das Video gefallen hat und in irgendeiner Form dann auch weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Falls du hier neu sein solltest auf meinem YouTube-Kanal, dann freue ich mich ebenfalls über ein Abo. Wenn du den Kanal abonnierst, vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, dann wirst du jedes Mal informiert, sobald ich ein neues Video online stelle, was in der Regel einmal in der Woche vorkommt. Am Ende, wie immer, bedanke ich mich bei dir, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis bald.